Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, wie ich letzte Woche schon angekündigt hatte, wird es diese Woche also einen Zweiteiler geben, heute also den ersten und nächste Woche dann den zweiten Teil. Grund dafür ist, ich habe zum einen unheimlich viel Informationen und auch eine ganze Menge Videomaterial und ich möchte es einfach vermeiden, dass ihr hier von mir 25 Minuten lang zugequatscht werdet mit viel zu viel Informationen, wo ihr euch wahrscheinlich dann eh nur die Hälfte merkt. Entsprechend gibt es also einen Zweiteiler und ich kenne das von mir selber, nach einer Viertelstunde ist die Konzentration weg und so erreichen wir bei beiden Videos nicht mal 15 Minuten und das ist, denke ich mal, so für uns alle deutlich entspannter. Kommt also mit und wir schauen uns eine recht große Location an, da wir ungefähr 3 Stunden unterwegs waren. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. In diesem Teil beschäftigen wir uns also mit der Entstehung und den Anfängen dieses Werkes. Bis so in die späten 20er, Anfang der 30er Jahre. Hunderte Menschen haben hier in dieser riesigen 1,6 Kilometer langen und an der breitesten Stelle über 300 Meter breiten Anlage gearbeitet und vor allem auch teilweise gewohnt. Aber wir fangen am besten wieder beim Urschleim an und klären erstmal die Frage, was hat man denn hier überhaupt gemacht? Wie in nahezu allen Bahnbetriebswerken und Reichsbahnausbesserungswerken hat man die Anlagen hier zur Instandsetzung von Zügen genutzt. Dies bedeutete vor allem in den Anfängen Reparaturen an Dampflokomotiven und Güterwaggons. Später folgten dann auch E-Loks. Engelsdorf, damals noch bei Leipzig, war Anfang des 20. Jahrhunderts noch eigenständig und lag in Mitteldeutschland perfekt als neuer Knotenpunkt für die Deutsche Reichsbahn und deren Güterverkehr. Da der Leipziger Hauptbahnhof um 1902 nun endlich im Anmarsch war, der alte war längst nicht mehr zeitgemäß, mussten auch hier zwecks dem stark zunehmenden Güterverkehr Lokomotiven und Waggons instand gesetzt werden. Dafür nutzte man vor allem brachliegende ungenutzte Flächen, die man hier in Engelsdorf fand. Als Gründungsdatum oder Taufe, wie es offiziell heißt, wird der 15.05.1909 angegeben. Damals versammelte man sich mit über 200 Mann im Gasthof zu Paunsdorf und feierte diesen Tag beträchtlich. Engelsdorf war damals noch eine kleine Gemeinde und eher ländlich. Die sollte sich aber in den kommenden Jahren erheblich ändern. Direkt nach Gründung wurde ein etwa 58.000 Quadratmeter großes Gelände gekauft. Die Grundsteinlegung mit Vertretern von Eisenbahn sowie der Gemeinde fand am 24.07.1910 statt. Während die Anlage wuchs, wurde auch klar, dass viele, viele Fachkräfte und Arbeiter benötigt werden und wir reden hier von einigen hundert. Damit veränderte sich vor allem die Ortschaft erheblich. Dank Baumeister Günther, der einen besonderen Draht zum ersten Bürgermeister von Engelsdorf, Arthur Winkler, hatte, entstanden mit der Finanzspritze der Deutschen Reichsbahn ganze Straßenzüge mit neuen Wohnungen für die Baugenossenschaft, auch ein Gaswerk entstand und viele weitere Eigenheime sowie Werkstätten und öffentliche Einrichtungen sollten folgen. Zu erwähnen ist auch hier ein Kinderheim für die katholische Kirche. Auf dem Gelände entstanden ebenso Wohneinrichtungen für insgesamt 150 Arbeiterfamilien, die vom werkseigenen Wasserturm versorgt wurden, welcher natürlich auch das Werk versorgte. Dann folgen auch schon die ersten Kriegsjahre und wir reden hier vom Ersten Weltkrieg. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren ab 1918 wurde lediglich nach Zeitlohn vergütet und in zwei Schichten gearbeitet. Außerdem wurden Prämien und Sondervergütungen eingeführt. Allerdings nicht für die Arbeiter, die den Knochenjob innehatten, sondern für das Aufsichtspersonal, das durch die Firmenleitung ausdrücklich dazu angewiesen wurde, die Schichten anzutreiben, um so noch produktiver und noch schneller zu arbeiten. Pro fertiggestellten Waggon gab es zusätzlich 25 Reichspfennig. Der Durchschnittslohn eines deutschen Arbeiters, eines männlichen Arbeiters, entsprach um 1920 etwa 132 Reichsmark.
In den 20er Jahren kamen neue Geräte hinzu, die nicht immer beliebt waren. So wurden in den Kesselschmieden Pressluft- und Elektrowerkzeuge beschafft, die so laut waren, dass ein Streik drohte. Heute gibt es ja den Arbeitsschutz, doch damals gab es weder Betriebsräte noch Gewerkschaften, um die Rechte der Arbeiterschaft durchzusetzen. Um einen Streik abzuwenden, entschied sich die Leitung, einen Abdeckplan zu organisieren, die fortan als Schallschutz dienten. Ob die Arbeiter in der Kesselschmiede dann auch irgendwelche Kopfhörer bekommen haben oder Gehörschutz, das ist allerdings nicht bekannt. Aber ich schätze mal, wir reden ja hier von 1920 bis 30, dass da keiner was hatte, um da irgendwie seine Ohren zu schützen. Weitere Modernisierungsmaßnahmen folgten mit eigenständigen Meistereien für Arbeiten mit Drehmaschinen und anderen mechanischen Anlagen. Dafür holte man sich diverse Fachleute, Meister und Spezialisten ins Haus. Mit den goldenen 20er Jahren steigerte das Werk seine Produktivität mittels Stoppuhr und der damit verbundenen Arbeitsleistung. Ein stetig wachsender Konkurrenzkampf zwischen den großen Ausbesserungswerken in Deutschland trieb die Arbeiter zu immer größeren Leistungen an, während die Arbeit nicht leichter wurde. In dieser Zeit wächst auch Engelsdorf immer weiter. Es entstehen viele weitere Wohnungen, Läden und Geschäfte, die das Dorf nachhaltig verändern. Presslufthochdruckkompressoren für die einzelnen Werkstätten und Abteilungen wurde das Werk zu einem der größten und produktivsten seiner Art. Vor allem in der Lokausbesserung stieg das Pensum enorm. Mit Ende der 20er Jahre befinden wir uns nun in der Weltwirtschaftskrise. Infolge dieser kommt es zu Massenentlassungen, Kurzarbeit und Kürzungen nicht nur im Werk, sondern deutschlandweit. Außerdem rückt mit Adolf Hitler die Politik immer mehr in den Mittelpunkt der Arbeiterschicht. Hier geht es dann nächste Woche mit dem zweiten Teil weiter. Also wir starten dann quasi mit den 30er Jahren und vor allem den Anfängen der NSDAP und dem großen politischen Geschehen. Und es geht dann weiter in die Kriegsjahre, in die Nachkriegsjahre und was ist in der DDR hier passiert und was ist vor allem nach der Wende mit diesem Werk geschehen und wie sieht es dort heute aus. Gut, wir sehen es ja hier zum Teil, aber nicht alles liegt brach. Diese ganzen Fragen werden wir dann alle nächste Woche klären. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Zum Schluss blende ich euch jetzt noch ein paar Bilder ein und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.